Ja, guckt ruhig alle, guckt ruhig alle. Jetzt kommt mir vor wie 250. Ja. Der klappert schon ganz schön ordentlich überall. Jetzt raus. Oder noch mal eine Runde. Oder noch mal eine Runde. Du kennst mich schon gut, Jonas. Also spätestens jetzt ist der Punkt gekommen, wo wir auf jeden Fall laden müssen. Ja, ja. Das macht ganz schön viel Spaß. Oh, der Akku ist leer. Leute, ich habe was unfassbar Einzigartiges. Es ist wirklich so, ich übertreibe nicht, das ist der erste Tesla, den es jemals in Europa gab. Also wirklich genau der hier. Nicht nur der Tesla Roadster, sondern genau dieses Auto hier ist das erste, das von Tesla nach Europa gekommen ist. Die ganze Geschichte dahinter werde ich euch nochmal ausführlich erzählen. Aber ich grüße ganz lieb Matthias Willenbacher, der eben derjenige ist, der das aus USA importiert hat. Super spannende Geschichte, kommt nochmal extra. Jetzt aber erstmal eine kleine Probefahrt mit diesem Tesla Roadster. Der basiert übrigens auf dem Lotus Elise. Also Tesla hat es praktisch so gemacht, dass sie sich einfach einen Sportwagen geholt haben, den schon gab, und haben den dann umgerüstet auf elektrisch. Ja? Aber jetzt seht ihr mal ein paar schöne Bilder von dem Auto und vor allem mal meine Reaktion, wenn ich in dem Auto das erste Mal fahre. Ich bin selber schon echt aufgeregt. Ich habe hier den Schlüssel. So, also das sieht schon echt richtig cool aus, das Auto. Ich habe mich vorhin ganz kurz mal reingesetzt auf den Beifahrersitz und es ist schon ganz schön eng. Also ist schon so ein richtiger Sportwagen, wie man sich das so vorstellt. Ah, so, dann schauen wir doch mal, das Ganze funktioniert. So, übrigens kommt jetzt gleich noch der liebe Jonas mit auf den Beifahrersitz. Das ist schon ganz schön geil. Das ist schon ganz schön cool. Also Jonas, ne, mein lieber Kameramann für heute, ich sag dann mal tschüss, bis zum nächsten Mal. Mist, Robin, das müssen wir nochmal machen. Das macht ganz schön viel Spaß. Oh, der Akku ist leer. Nein. So, falls ihr euch wundert, wer der Mann neben mir ist, das ist Jonas. Das ist auch ein lieber Kollege von Matthias, der mir den Tesla geliehen hat. Und der muss ja ein bisschen aufpassen, dass ich keinen Mist damit mache. Was ich ja nie machen würde. Oh, krass, ey, aber es ist schon eng. Also nicht jetzt... Ja doch, also so zu zweit. Und ich meine, wir sind jetzt nicht die Überhühen, wir sind halt ein bisschen große Typen, ne? Aber so, wir sind jetzt nicht irgendwie so, ja. Ich sage jetzt mal super fett. Ist kuschelig. Aber es ist schon, ne? So, man muss sich schon mögen, ne, Jonas? Okay, cool. Orange. Ich hätte jetzt gar nicht gedacht, dass der orange wäre, der erste Tesla. Ich habe mir den gleich mal so schwarz vorgestellt oder rot. Tesla rot. Weißt du, bis 240 km/h steht zuversichtlich hier auf der Scheibe. Das glaube ich wohl eher nicht. Und das ist auch ganz interessant, hier in der Mitte hat man so ein normales, so ein DVD-Display, wie man das so kennt. Dann hier links hat man dann praktisch nochmal diese Anzeige. Ne? Da steht dann auch, alles ist in, na nee, sogar in Kilometer umgestellt. Weil der wurde aus USA praktisch importiert, hat auch nochmal einen speziellen. Da. Aber der drückt schon ordentlich. Also da kann man sich nicht beschweren. Alter, das ist wie wenn man es auf der Straße liegt. Oh, das ist ein Links-Rechts-Manöver, ja, doch. Ach, ist gar nicht so direkt. Da hätte ich jetzt gedacht, da reagiert der direkter. So, ich muss natürlich stromsparend fahren, denn wir haben ein bisschen Weg vor uns und wir haben leider nicht unendlich viel Reichweite. Das muss man dazu sagen. Wenn das Verdeck noch drauf wäre, dann... Es ist schon echt eng, das muss man schon sagen. Also das ist nichts, was man, glaube ich, als normales Auto so nutzen kann. Das ist einfach ein Spaßmobil. Ist auch so geil hier mit diesen... Mit diesen Metallknubbel da in der Mittelkonsole, mit denen man alles einstellen kann. Das ist schon geil. Aber guck mal, wie toll. Ihr seht hier, man sieht schön. Ah, man ist nahe bei der Natur. Und vor allem ohne die Geräusche. Also Windgeräusche sind sehr, sehr laut. Aber keine Motorengeräusche. Immerhin. Stimmt, aber laut ist es. Schon laut, ne? Also guck mal, ich fahr gerade mal 100. Krass. Jetzt kommt mir vor wie 250. Ja. Jetzt sind wir ein bisschen Autobahn gefahren. Man muss schon sagen, das ist schon echt, also was über 120 km/h wird echt richtig unangenehm. Mega viel Wind, der sich hier so in der Fahrerkabine verwirbelt. Das ist dann schon echt, also das drückt ganz schön teilweise und flattert auf den Ohren. Also
Das ist schon ein Auto für gewisse Momente, aber jetzt nicht. Wenn ich jetzt so täglich das als Auto nutzen müsste, dann boah, ist echt auch nicht so einfach. Aber es macht natürlich schon tierisch Spaß. Gerade so Landstraße und sowas ist dann ein bisschen besser, glaube ich. Autobahn willst du in so einem Auto nicht langfristig fahren. Also sonst kommst du halt auch nicht voran, ne? Jetzt raus. Oder nochmal eine Runde. Oder nochmal eine Runde. Du kennst mich schon gut, Jonas. Ja, Matthias, wenn uns der Strom ausgegangen ist, deswegen war es. Es macht schon tierisch Spaß, wie der auf der Straße klebt. Ja, wenn alles gut geht, dann stöpseln wir gleich den Tesla Roadster noch direkt an die Windanlage und laden ihn wieder auf. Ist das nicht geil? Er liegt halt wie ein Brett, ey. Also Autobahn macht echt keinen Spaß, muss ich sagen. Oder das ist ziemlich langweilig. Aber hier jetzt so auf den Landstraßen rumzuheizen, das macht mega Spaß. Das ist richtig cool. Der klappert schon ganz schön ordentlich überall. Also man merkt, der wurde, glaube ich, noch so mit der guten Handarbeit zusammengebaut. Ja, von Elmas persönlich. Und vor allem hinten haben wir vorhin den Kofferraum mal versucht auf und zu machen. Ja, da knarzt und bewegt sich schon ordentlich. Also wer sich heute beschwert über die Verarbeitungsqualität, der sollte sich mal die älteren Teslas anschauen. Also spätestens jetzt ist der Punkt gekommen, wo wir auf jeden Fall laden müssen. Ja, ja, sorry. I couldn't hold myself. Wahrscheinlich sagt das den Leuten gar nicht. Sie denken wahrscheinlich wirklich, das wäre ein normaler Verbrenner, ne? Weil den Lotus Elise gibt es ja als Verbrenner, muss man dazu sagen. Der wurde praktisch elektrifiziert. Und wahrscheinlich denken viele, das ist irgendwie ein relativ gut gedämmter Verbrenner oder sowas. Ja, das ist was Elektrofahren ausmacht, ne? Kann ich ja mal erzählen. Jonas hier. Nee. Doch, doch. Nee. Ja, das ist aber das beschreibt es ja, du bist ja kein Elektroautofahrer sonst, ja. Dann dreht er mehrfach den Schlüssel rum und denkt, das Auto geht nicht an. War aber die ganze Zeit an, aber es macht halt kein Geräusch. Ja. Das ist halt das Geile, du drehst halt wirklich um, der ist dann startbereit, aber es ändert sich halt nichts. Das kann man echt verwundert und nach nächsten Minute braucht, um das kann man aber, ja, das kann ich absolut nachvollziehen, weil das geht, glaube ich, vielen, vielen so. Ja. Die das erste Mal im Elektroauto sitzen, dann auf Start drücken, dann macht es nur klung, klung. Oh, das macht so viel Spaß hier. Und ich rotze den ganzen Tank leer. Ihr müsst dazu wissen, wir haben ein bisschen Angst, ob wir überhaupt wieder zurückkommen. So Reichweitenangst und so. Ja. Und die ist nach dem, was ich jetzt hier gefahren bin, sehr wohl berechtigt. Ja. Hier seht ihr das Windrad. Tatsächlich haben wir jetzt den Tesla Roadster jetzt am Ende, nachdem wir ihn eigentlich nach der kurzen Fahrt komplett leer gerotzt haben, hier an dem Windpark fest. An das Windrad rangesteckt, ja? Also ist das, es gibt doch nichts Besseres, oder? Als direkt aus der Luft den Strom rauszuholen durch ein Windrad und dann direkt hier in den Tesla Roadster reinzuladen. Also, das ist tatsächlich der allererste Tesla, den es jemals in Europa gab. Der allererste, ja, mit einer ganz verrückten Geschichte. Matthias Willenbacher ist im Prinzip damals zu Tesla und Elon Musk hingegangen und hat gesagt, hey, komm, gib mir einen. Dann haben sie gesagt, nee, gibt's noch nicht für Europa. Dann hat er gesagt, und wenn ich 10 bestelle, gibt er mir dann einen. Dann haben sie gesagt, ja, okay, dann kriegst du einen. Ja? Die hat er dann hier in Europa verkauft. Also ganz, manchmal muss man ein bisschen verrückt sein im Kopf, um Elektromobilität voranzubringen. Ja, das bemerkt er auch bei mir immer wieder. Deswegen also tatsächlich ein unfassbar interessantes Gefährt. Natürlich ist es nicht für den Alltag. Das ist jetzt einfach mal nur, um euch zu zeigen, wie alles begonnen hat. Ja? Und wenn ihr in Zukunft keine Videos mehr verpassen wollt, dann abonniert doch einfach mal den Kanal. So, wir haben uns hier so rangesteckt, müssen noch ein bisschen die Ladeweile verbringen und noch ein bisschen auf dem Fest hier noch ein bisschen was futtern. Ich esse jetzt noch ein bisschen Flammkuchen und während ich das tue, abonniert ihr mal den Kanal und kommentiert mal, was ihr denn da so von diesem Gefährt so haltet. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao. Lecker Flammkuchen. Läuft.